Und das Salz und die Schale und ist hier oben noch irgendetwas? Na, die Körbe interessieren mich jetzt nicht so. Gehen wir mal wieder runter. Und fertig, hier lang. Natürlich. Die Warten wir. Folterkammer. Ja, hier warten schon wieder neue Ein Gegner auf steinerner uns. Pinsel. Hört ihr das? Komm schon. Und schon wieder ein Finisher. Sehr geil. Das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kap. Oh, ein Buch. Das könnten wir uns jetzt alles einmal komplett durchlesen, aber das möchte ich euch momentan nicht antun. Das tue ich vielleicht off-air und erzähle euch dann vielleicht mal aus dem einen oder anderen Buch. Da bin ich mir noch unsicher. Noch ein Buch nehmen. Ein Dolch. Dietriche 4. Solch einem Unsinn. Ja. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Okay. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all. Wie soll ich das jetzt machen? Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen. A, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich in der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig um. Also. Ja, gut. Nein. Mist. War's das? Oh ja, das ging ja gar nicht mal so schwer. Schnappt euch, was ihr könnt, und dann nichts wie raus hier. Dort Oh hinten Mann. gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Magicka regeneriert sich schneller. Schon die erste magische Rüstung. Nicht schlecht. So, komm, weg. Scheint hier jetzt weiterzugehen. Sind hier noch irgendwelche Sachen drin? Nein. Ach, muss jetzt nicht sein. So, komm. Weiter geht's. Hier scheinen auch schon wieder Gegner zu sein. Nee, Quatsch. Ist doch kein Gegner. So, ich freue mich ja schon wieder auf diesen goldenen Moment, wenn man das erste Mal bei jedem Oblivion-Teil aus der Höhle rauskommt. Das Echtes Vergessen, sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? erste Mal Einen Moment. ans Tageslicht Das gelangt. ist das. Lassen wir die Spielchen. Komm her. Oh Gott, noch einer. Drei! Was mache ich denn jetzt? Zwei Hände verbessert und du bist tot und du bist tot und du bist tot. Ihr beide seid doch bei mir, ne? Was hat er denn für einen Zweihänder? Ach, dasselbe. Ach, ist doch jetzt gar nicht so wichtig. Von wo kommt? Ach, von da hinten. Gut, schnell mal rüber. Aber die Höhle macht doch schon ordentlich was her. Also ihr wisst oder ihr glaubt gar nicht, wie unendlich geil ich auf dieses verdammte Spiel bin. Ich habe mich so riesig auf das Spiel gefreut und bin so froh, dass ich es nun endlich zocken kann. Komm, schlag zu. So. Ja gut, drei Finisher, dreimal derselbe. Ich hoffe, das kommt nicht so oft vor. Ja, ich denke mal, hier gehen wir auch mal weiter. Macht auch den Anschein danach, als wäre das hier der richtige Gang oder Weg. So, Hebel. Oh, also die Lichteffekte sehen schon nicht schlecht aus. So, gehen wir mal weiter. Oh Gott. Schon wieder Töne.
nach dem Drachen. Kommt, Jungs! So, hier einmal hochgehüpft. Ist hier leider nichts. Hier hinten scheint... Oh, ich dachte, das wäre vielleicht eine Truhe. Habe ich mich wohl verguckt. Links geht es wohl auch nicht mehr weiter. Ich erkunde jetzt einfach mal alles. Ich suche das Skelett. 7 Gold. Hey, das hat sich doch gelohnt. Natürlich. So, nehmen Geldbeutel. Das haben wir durchsucht. Kommen wir hier hin. Hier ist jetzt wahrscheinlich gleich alles zugeschüttet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ist alles dicht. Gut. Soll mir recht sein. Folgen wir mal weiter dem Hauptweg. Auch wieder ein Geldbeutel. Diesmal kann ich das Skelett nicht durchsuchen. Oh Gott. Hört ihr das? Ganz zufällig? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ah. So. Beseitigt, was es auch immer für ein Fehler war, falls ihr es überhaupt gehört habt. Es tut mir gerade aufrichtig leid. So, weiter geht's. Oh, Spinnen. So, einfach wieder schnell und skrupellos raufhauen. Ah, die ist doch schon tot, Mensch. Jo. Das hat sich doch solide angehört. Was kommt denn jetzt noch? Ich denke mal, diese werden uns wahrscheinlich auch vergiften können. Aber das trifft ja, oder sollten uns normalerweise vergiften können. Aber ich glaube, das trifft bei uns ja nicht zu, weil man uns ja nicht mehr vergiften kann. Da haben wir doch schon mal den ersten Vorteil. Und damit hat sich das dann wahrscheinlich auch schon. Mit den Vorteilen. Gut, weiter runter. Diese Höhlen. Also das macht gerade alles schon einen richtig, richtig guten Eindruck. Mal gucken, wie es dann... Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Ich sehe nichts. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überholt ihr sie. Geht voraus. Ich folge. Ach, das, jetzt ist der, wo war denn der eben? Ich will jetzt nochmal kurz Objekte. Ich habe hier gerade noch so einen richtig geilen Helm bekommen. Eisenhelm. Das ist sogar genau der, glaube ich, aus dem Trailer. Nicht schlecht. Fellstiefel. Die haben 7. Eisenschild. Ja, ne, hier. Ach, ist schon alles gut, so wie es ist. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ja, hier. Denke ich mal. Ganz sachte. Das war knapp. Ich hätte mich jetzt aber auch schon ehrlich gerne mit dem Bär angelegt. Muss ich ehrlich sein. Aber ich will jetzt nicht sofort bei den ersten 2-3 Kämpfen jedes Mal den Löffel abgeben. Soweit muss es noch nicht sein. Das sieht wieder aus. Ja. Schon anzuzweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Und jetzt der Moment. Oh. Oh mein... Was ist das? Du kannst einen geladenen Zauber abbrechen, indem du deine Hände wegsteckst oder senkst. Jo, gut.